hatten wir das besprochen. Achso, ja, herzlich willkommen zu unserem Session zum Stadtverkehr Lübeck. Wir haben für die barrierefreies Webportal umgesetzt, wir sind gerade dabei, ist noch nicht gelauncht, aber technisch und gestalterisch eigentlich fertig, würde ich sagen. Wir warten nur noch auf Kunden und Inhalte. Und also eigentlich alles wie immer. Schon ein bisschen. Wir zwei arbeiten beide bei Joomla oder sind so Head of Joomla, würde ich es mal nennen. Wir machen alles rund um Webseiten, vor allen Dingen Joomla. Machen aber auch 2D-Animationen, Corporate Design, das ist dann mehr mein Part. Er ist der technische Mensch, ich bin der gestalterische Mensch. Oder um es mit Pietro Lombardi zu sagen, du bist die Schlampe, ich bin ein normaler Mensch. So sieht's aus, ich habe mich angewöhnt, das ist okay. Was steht denn da noch? Ach, nichts Festes. Ja, wir sind drei feste Mitarbeiter, der dritte sitzt da und hat sich versteckt, das ist der Sven, unser Azubi seit Anfang September. Ist jetzt in seiner dritten Woche, ist ja. Jetzt direkt mal hier, wird ins kalte Wasser geworfen, arme Sau. Oh Gott. Von 0 auf 170 in 17 Millisekunden. War genau. Spaß, ne? Ja. Genau. Neben Sven gibt es noch diesen wunderbaren Menschen links von mir, den ich kurz vorstellen darf. Ich bin David, ich bin 27. Ich bin Webentwickler, Joomlaholic. Ich mag Star Trek mehr als Star Wars. Ich finde, der Hobbit als Film ist ein viel zu dünnes Buch, auch viel zu viele Filme verteilt worden. Und am liebsten esse ich Pasta. Ich bin Lukas, ich bin 22, ich bin Designer und Frontend-Entwickler, studiere nebenbei noch. Irgendwo dann, also ich versuch's, praktisch ist das so eine Sache. Ich mag weder Star Wars noch Star Trek, ich mag Blau. Blau ist toll. Ja, sonst. Wir sind verwandt, aber nicht verschwägert. Ja, verschwägert wird noch Angst machen. Weil die Eltern kommen aus der Eifel, aus dem gleichen Dorf, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir Brüder, Cousins und Väter in einem sind, ist verhältnismäßig hoch. Unser Stammbaum ist ein Kreis, ja, sowas von könnte auch mal ein Schaf mit da drin gewesen sein. Der ist auf jeden Fall rund. Genau, kurz zum SV Lübeck. Das sind die Stadt, das ist der Stadtverkehr Lübeck, der örtliche ÖPNV-Unternehmen, hat 500 Mitarbeiter und 200 Busse. Sind bestimmt genauso pünktlich wie die KVB in Köln, nehme ich an. Gar nicht. Und ja, genau, die haben Geld aus dem Fördertopf bekommen und haben mal gedacht, wir könnten unsere Seite mal auf barrierefrei umschalten. Ja, genau, es ist eine bestehende Joomla 3.x-Seite, haben die Kollegen von Basta Media, auch eine Kölner Joomla-Agentur, Thorsten Bastian, mal aufgebaut. Mit denen pflegen wir seit Jahren ein freundschaftliches Verhältnis. Und als der SV Lübeck dann jetzt um die Ecke kam und sagte, hey, das wäre cool, wenn wir das machen können, haben wir gedacht, dann ist das nochmal eine gelungene Kooperation. Der SV Lübeck macht das jetzt nicht nur mit der Webseite, sondern die launchen parallel noch dazu eine barrierefreie Fahrplan-App und das Kundencenter bekommt eine Rollstuhlrampe und das ist tatsächlich auch der bremsende Faktor, weshalb das alles so ewig dauert. Wir sind schon längst fertig. Seit wann geht das jetzt? 8 Monate? 6? Zu lang auf jeden Fall. Also ich hab im Dezember letzten Jahres habe ich die Rechnung für den ersten Abschlag geschrieben, damit man mal so ein Gefühl dafür kriegt. Ja, genau. Wir sollten für diesen BTV-konformen Relaunch umsetzen. Ich weiß nicht, wer eben alles schon bei der Christiane war, die hat ja vorher auch einen Vortrag über Barrierefreiheit gehalten. Die BTV ist quasi die deutsche Version der WCAG. Das sind die Web Content Accessibility Guidelines. Mhm. Ja. Quasi übersetzt, aber nicht genau das gleiche. Also bei der Web Accessibility Guidelines gibt es zum Beispiel drei verschiedene Abstufungen, A, 2A und 3A. Das gibt es in der BTV nicht. Da gibt es, ich glaube, 51 Prüfschritte oder 61 auch bei der BTV. Und da gibt es nur, du hast so und so viel Prozent davon erreicht. Und dann kann man, wenn man so und so viel Prozent hat, kann man sich so kleine, süße Grafiken auf die Website klatschen und sagen, ich bin Teil von. Ich bin eine besonders gute Agentur, genau. Ansonsten ist dazu zu sagen, das hat die Christiane auch gesagt, es gibt eine Richtlinie von der EU von 2016, glaube ich, dass über kurz oder lang alle öffentlichen Institutionen und Standhalte des öffentlichen Lebens, also keine Ahnung, Ämter, das übliche Blabla, doch bitte ihre Seiten barrierefrei gestalten müssen. Und ich glaube, das soll bis 2018. Dezember 23.09.2018. Genau. Also heute lange wieder.
Das Schöne dabei ist das große Fragezeichen, das hinter öffentliche Stellen steht. Das ist natürlich, wie üblich, nicht genau ausdefiniert. Wenn ich es richtig im Kopf habe, dürfen die jeweiligen Bundesländer in Deutschland zumindest Ausnahmen definieren. Also wenn man zum Beispiel sagt, Schulen und Kindergärten wollen wir ausschließen, kann man das auf der Ebene noch tun. Und ansonsten herrscht die übliche Anarchie. Mal gucken, ich bin gespannt. Kommen Goldgräber, kommt noch ein Goldrausch auf uns zu, glaube ich. Ich freue mich schon auf den Pool mit Geld. Genau, sonst, was gibt's noch sagen? Das sollten Joomla bleiben, die hatten vorher Joomla, die fanden Joomla klasse, wie wir alle auch. Und wollten auch weiter Joomla behalten, genauso wie die bestehende Inhaltsstruktur dieselbe bleiben sollte. Das heißt, es ging hauptsächlich um den grafischen, technischen Relaunch, als dass da groß das Konzept der Seite überarbeitet wurde. Und zum grafischen Relaunch kommen wir jetzt übrigens. Es gibt ja so ein Mysterium, irgendwie, dass barrierefrei oder barrierearm gleich irgendwie hässlich sein muss. Also zumindest gibt es da mal. Prinzipiell ist es aber so, dass es rein von der, wenn man nach der BTV geht, kaum grafische Vorgaben gibt. Also es sind ganz wenige, die bestimmen oder einem etwas verbieten. Es gibt Sachen, auf die man achten muss. Das Wichtigste sind da fast ausreichende Schriftkontraste. Es ist so, dass, kennt man, also da geht es aber nicht mal um den Farbkontrast selber, sondern um den Helligkeitskontrast der Farbe. Also es sind nochmal verschiedene kleinere Geschichten. Ist einem auch relativ egal, weil es gibt so ein schönes Tool, was die Christiane eben vorgestellt hat, das ist ein Webservice. Oder was super geil ist, ist der Color Contrast Analyzer. Das ist ein kleines Programm. Chrome, Firefox, Standalone? Standalone. Okay. Da kann man einfach die zwei Farbwerte reinpacken, einmal für die Schriftfarbe und für die Hintergrundfarbe. Und dann sagt er einem, passt oder passt nicht. Muss man drüber nachdenken, ist ganz super. Sonst, was ist wichtig, der Fokus muss deutlich hervorgehoben sein, weil man geht ja davon aus, dass die Seite am Ende Tastatur bedienbar ist. Fokus ist dabei der Kasten, der um das jeweils gerade mit der Tab-Taste ausgewählte Element liegt. Chrome hat dafür so einen komischen blauen Schein nach außen, so eine Outline. Kann man drüber streiten, ob die schön ist. Sie haben es auf jeden Fall. Sonst, es darf nichts geben, was so flackert. Das kennt man irgendwie so Werbeanzeigen, so bing, 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 ist ganz blöd für Leute mit Epilepsie. Nicht mehr als einmal pro Sekunde, ne? Irgendwie sowas in der Dreh, einmal, zweimal. Ist aber auch gar nicht so schlimm, weil warum braucht man die? Die brauche ich nicht. Sonst, es darf bewegende Elemente auf der Seite geben, die dürfen sich nämlich von selber bewegen. Das heißt, wenn man auf der Seite ist, ist es erstmal so, dass alle Animationen auf der Seite müssen erstmal stehen und müssen explizit ausgeführt werden. Bedeutet aber auch, dass es für alles, was sich bewegen soll, muss immer einen Start- und Stopp-Knopf geben. Da kommen wir auch später dazu. Der Stadtverkehr Lübeck ist da so ein Nahverkehrsanzeigen, finden die super. Deswegen haben die so einen News-Ticker auf ihrer Seite, wo dann unbedingt stehen muss, dass die Linie 7 heute irgendwie 10 Minuten Verspätung hat. Der darf halt nicht von Anfang an loslaufen, sondern muss explizit gestartet werden, darf dann laufen. Ich glaube, das haben wir übrigens nicht so gemacht, aber da gucken wir nachher noch. Okay, das muss eigentlich so sein. Habe ich was vergessen? Schriftgrößen. Ja, gibt's keine Vorgaben. Also wenn man Spaß daran hat, kann man auch eine 6-Punkt-Schrift irgendwie auf der Website verballern. Kann einem die BTV erstmal nichts gegen sagen, weil die haben in ihren Prüfschritten da überhaupt nichts zu vorgesehen. Was die Mindestschriftgröße oder so angeht, ist insofern auch sinnvoll, als dass die Schriftgrößen ja unterschiedlich groß dargestellt werden können. So rein, auch wenn sie dieselbe Punktgröße haben, sie sind ja trotzdem unterschiedlich groß und subjektiv. Kommt ein bisschen drauf an, wie weit er die Schrift ausholt. Das Einzige, was wichtig ist, es gibt im Browser eine Schriftvergrößerung, ist dann erreichbar mit Shortcut XY oder über das jeweilige Kontextmenü. Da ist es so, dass wenn man die Schrift um 200% vergrößert, die Seite trotzdem lesbar sein muss. Das heißt, es keine hässlichen Überlagerungen geben muss, die dann dazu führen, dass die Schrift nicht mehr lesbar ist. Oder dass so Wortkonstruktionen einfach mal komplett aus dem Bild rausragen. Vielen Dank, deutsche Sprache. Voll super. Aber das war halt auch bei uns so ein Knackpunkt, dass wir gesagt haben, so, es gibt keine Mindestschriftgröße, das ist aber jetzt nicht so sinnvoll. Aber da kann man ja nach gesundem Menschenverstand gehen. Und wenn man ganz lieb, also man kann auch es gibt ja diese Font Size Changer, diese berühmten, wo man dann so ein großes A mit einem Plus-Dahinter und so ein kleines A mit einem Minus, die sind auch überhaupt nicht verpflichtend. Also, das reicht tatsächlich, wenn man die browser-interne Funktion nutzen kann, ohne dass es Probleme gibt. Aber man kann ja trotzdem die Zeit noch versuchen einzubauen. Die Leute freuen sich. Aber sonst ist das halt grafisch, gibt es da nicht so sonderlich viele Vorgaben. Das ist eigentlich sehr unspektakulär. Beim BTV selber war das deswegen auch relativ dankbar. Das einzige Problem war der Corporate Design. Die haben blau in ihrem Corporate Design. Das war leider ein bisschen zu hell. Deswegen mussten wir das blau abdunkeln komplett. Weil sonst
hatte man mit Weiß auf Blau und Blau auf Weiß zu wenig Kontrast. Und wenn schon, also wie Blau auf Schwarz, braucht man dann gar nicht erst versuchen, das ist ein verlorenes. Nix. Das mussten wir denen freundlich aber dann doch bestimmt beibringen, dass das nicht so geht, aber die waren da zum Glück auch ganz einsichtig. Und ich weiß auch nicht, ob sie es bemerkt hätten, wenn wir nichts gesagt hätten, ehrlich gesagt. Das ist mal ein ganz anderes Thema. Weil es ja echt nur so eine Nuance war, aber das ist halt so, das muss man dem Kunden dann irgendwie beibringen, dass seine Farbwahl dann nicht die angenehmste ist für Leute mit irgendwie Sehproblemen. Und da hatten wir tatsächlich, das war das zweite BETV-Projekt, das wir gemacht haben, und hatten genau die gleiche Thematik auch schon in dem vorherigen Projekt. Da war es ein verhältnismäßig helles Grün zusammen in der Kombination mit Weiß. Genau die gleiche Thematik mussten wir auch an allen Stellen abdunkeln. Klappt halt nicht. Genau. Neben dem Grafischen gibt es natürlich auch das Technische. Wir wollen erstmal das Blau, das war blöd. Das ging nicht. Jetzt geht es, aber das Originalblau, glaube ich, ist das. Das kommt das später. Blau, nee, das kommt. Ist das nicht das? Nee, das ist aber in einem Screenshot ganz hinten, muss man noch sagen. Auf jeden Fall war das alte Blau blöd. Und das neue ist jetzt auch aufs Minimum, also das ist genau 4,5:1. Also das ist gerade noch so durchgegangen. Genau. Was, also da ist halt auch immer, die BETV, die hat an vielen Stellen gute Ansätze und ist gut gemeint, was die vorhaben, aber an manchen Stellen ist es halt auch so wenig praktikabel. Da sind auch so Geschichten wie zum Beispiel die Farbkontraste, weil wenn man jetzt. Man kann es ja überhaupt nicht kontrollieren im Endeffekt, wenn man einen Monitor mit schlechten Kontrastwerten hat, hat man dasselbe Problem wieder. Aber irgendwo muss man ja anfangen. Ja, ansonsten war das dann das Ergebnis vom grafischen Relaunch gewesen. Es ist sehr dezent in der Überholung im Vergleich zu der Ursprungsseite. Das hat sich tatsächlich zurückgehalten. Das Blau haben wir ein bisschen abgedunkelt und ansonsten, das geht jetzt über den Screenshots verloren. Die alte Seite war, glaube ich, auf 960 Pixel Maximalbreite begrenzt. Das haben wir jetzt deutlich weiterlaufen lassen, einfach um damit den Platz besser auszunutzen. Die Schrift ist ein bisschen größer geworden, die Schaltflächen sind größer geworden. Links sind hervorgehoben durch mindestens zwei Merkmale. Das ist auch noch eine der wenigen Designvorgaben aus der BETV. Also Farbe und Unterstreichung oder irgendwie sowas in der Richtung. Nur Farbe geht genau, nicht. Nur Farbe geht nicht. Geht auch Farbe, Schriftgröße, Farbe, Schriftschnitt, alles. Oder Schriftgröße, Schriftschnitt würde auch funktionieren. Es müssen nur mindestens zwei sensorisch wahrnehmbare Merkmale sein. Aber nicht nur die Merkmale. Random Generator. Das müssen schon mal die gleichen Merkmale sein, also konsistent durch die ganze Seite. Das bietet sich aus Usability-Gesichtspunkten an, dass es überall gleich ist. Aber der BETV fragt sich explizit ab, wenn in den Prüfungsschritt steht, wird durchgegangen und wird geguckt, ob zwei verschiedene Merkmale waren. Ja, nee, von daher, der grafische Teil war bei dem Projekt tatsächlich ziemlich überschaubar. Spannender war der technische Relaunch. Wir hatten nämlich die große Herausforderung, dass wir quasi unter laufendem Verkehr sanieren mussten. Die Seite ist aktiv in redaktioneller Bearbeitung, da wird täglich an irgendwelchen Sonderfahrplänen, Busgeschichten, Mitarbeiterprofilen und sonst was gearbeitet. Weshalb der normale Ansatz, wir machen mal eine Kopie, basteln 9 Monate rum und spielen das dann zurück, in dem Fall nicht praktikabel war. Wir haben deswegen den Relaunch in 2 Schritten gemacht. Wir haben zuerst technisch das neue Template mit den neuen Erweiterungen implementiert und das ist jetzt der zweite Schritt, der noch kommt. In einer nächtlichen Hauruck-Aktion das neue Template mit den neuen Erweiterungen, den ganzen Einstellungen zu portieren in die Live-Seite mit, weiß ich nicht, ich hoffe unter 4 Stunden Downtime und die Seite dann am nächsten Morgen wieder online zu haben. Das wird noch lustig. Ja, wir haben Kaffee. Super Maschine. Wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, kein CSS-Framework einzusetzen, weil die unserer Erfahrung nach prädestiniert dafür sind, dass man plötzlich anfängt, HTML-Code so zu schreiben, damit das mit den Styles schön aussieht. Aber eigentlich und insbesondere im Bereich der Barrierefreiheit ist das wichtig, sollte es genau andersrum sein. HTML ist eine Auszeichnungssprache, die bestimmten Elementen eine bestimmte Bedeutung gibt. Und wenn ich anfange, mein HTML schon nach Designgesichtspunkten zu strukturieren, und das ist genau das, was die Frameworks tun, erzeuge ich mir zwangsläufig quasi Probleme in der semantischen Aussage. Wir haben also auf der grünen Wiese angefangen, haben das HTML entsprechend strukturiert und dann erst unser eigenes CSS oben drauf geklatscht. Damit man einfach nicht Markup für Gestaltung produziert. Das
war dann am Ende, das ist ein super Foto, das haben wir unten in der Bar gemacht. auf den letzten Meter. Es sind, ich glaube, weniger als 200 Zeilen HTML. Das ist tatsächlich sehr überschaubar geworden. Wir haben eine Handvoll Platzhalter für die Joomla-Sprachdateien, weil die Seite zu allem Überfluss auch noch mehrsprachig ist. Es gibt ein paar Modulpositionen, aber ansonsten ist das verhältnismäßig überschaubar. Wer sich das irgendwann mal anguckt, wird feststellen, dass nur im Nebensatz die Seite hat mehrere H1. Und eigentlich müssten jetzt alle aufschreien und sagen, darf nur einer sein. Oh mein Gott, man kann doch mal, das geht doch nicht. Mehrere H1. Genau, da greift an der Stelle das HTML5 Document Outline Modell, das besagt, dass eine Überschrift, die innerhalb einer Section gerendert wird, quasi um 1 kleiner gerechnet wird. Wenn ihr das mal nachvollziehen wollt, macht eine HTML-Datei ohne CSS eingebunden zu haben, schreibt eine H1 irgendwo in den Body, eine H2 dazu und dann eine H1 und eine H2 in eine Section. Und wenn ihr das ohne CSS im Browser aufmacht, werdet ihr auch sehen, dass die H1 in der Section genauso gerendert wird wie die H2. Von daher ist das völlig in Ordnung, aber es ist so ein Detail. Die Styles haben wir ebenfalls nichts aus der Tüte genommen. Magi-Fans sind wir nicht, sondern haben das mit Less entsprechend schnell zusammengeknüppelt. Da absehbar war, dass das Projekt etwas komplexer werden könnte, zumindest im Laufe der Zeit, haben wir beim Less bzw. CSS darauf geachtet, dass wir eine Namensconvention haben. Das ist an der Stelle BEM, Block Element Modifier. Haben wir irgendwie ein Adding hier? Nö, ne? Doch, da. Ah, ja. Ist eigentlich ein ganz simples Pattern. Wenn man zum Beispiel, was könnte man denn haben? Eine Searchbox, sowas hier, da gibt es ein Feld drin zum Eingeben und einen Button für die Suche, ist das Gesamtelement, in dem Fall die Searchbox in sich abgeschlossen, ist der Block, bekommt dann eine Klasse wie zum Beispiel Punkt Searchbox. Und jedes Element, was innerhalb von so einem Block ist, zum Beispiel jetzt hier das Input-Feld, bekommt den Blocknamen vorangestellt und dann kommt ein Unterstrich und dann der Name des jeweiligen Elements, also zum Beispiel Input-Box. Das ist der Block, das ist das Element und dann gibt es den Modifier als letzte Ebene. Das hätte man zum Beispiel bei dem Button, wenn er gerade, keine Ahnung, in einer bestimmten Konstellation mal rot sein sollte, dann hätte der sowas wie Searchbox unterstrich Button minus minus red oder sowas. Also es ist einfach ein Namensschema und das Charmante daran ist, man hat in sich abgeschlossene Blöcke, die man wiederverwenden kann, ohne dass das CSS ständig dazwischen schießt. Man findet Sachen schneller, man überschreibt sich nicht die Klassen nach. Aber das am Rande, kein Exkurs. Was ebenfalls in dem Template mit drin ist, sind Skiplinks. Ich zeige das nachher auch nochmal in der Praxis, aber wir huschen einmal durch. Skiplinks bedeutet, wenn man die Seite aufmacht, zum Beispiel mit einem Screenreader, weil man eine Sehbehinderung hat, ist es beim ersten Mal wahrscheinlich so, man will sich einen Überblick über die Gesamtseitenstruktur verschaffen, man rutscht mal durch die Navigation, damit man weiß, was man vorfindet und landet dann irgendwann im Bereich für den Hauptinhalt. Dann navigiert man auf eine Unterseite und da die Screenreader tendenziell anfangen, die Seite von vorne wieder vorzulesen, müsste man nochmal durch den gesamten Bereich, zum Beispiel der Navigation, durch den man schon hatte und den man gar nicht nochmal hören will. Deswegen haben wir unsichtbar links mit Sprungmarken gesetzt, die dann zur Hauptnavigation und zum Hauptinhalt heißen, sieht man nachher. Damit kann man direkt in den jeweiligen Inhaltsbereich springen und sich den anderen Teil sparen. Das Menü war ein echter Krampf. Das ist ein Dropdown-Menü in dem Fall. Dropdown und BETV werden prinzipiell erstmal wenig Freude. Hat einen ganz simplen Grund. Ein Dropdown ist von Haus aus, zumindest die meisten Dropdown-Menüs sind von Haus aus nicht tastaturbedienbar. Wenn ich auf dem Oberpunkt bin, müsste das jeweilige Untermenü ausklappen. Die normalen Dropdowns, die ihr so findet, werden aber in der Regel auf Hover, also auf mit dem Mauszeiger drüber reagieren. Und es ist mit rein CSS auch gar nicht so einfach zu bauen. Hängt dann mit der Elementstruktur zusammen. Man kann einen Fokus auf das A legen.
müsste dann aber sagen, und jetzt das UL, was dahinter kommt, und wenn ich auf dem UL bin, soll es auch bleiben. Also es ist nicht hundertprozentig trivial. Wir haben da, ich glaube, einen Fünfzeiler mit JavaScript draufgeworfen, um den Teil zu erschlagen, und haben gemerkt, das würde reichen, wollten es dann aber noch in hübsch machen, da hängen noch weitere JavaScript-Scripts jetzt dran, um zum Beispiel zu sagen, wenn das Menü ausgeklappt ist, gibt es ein extra Attribut im Bereich der Barrierefreiheit, und man sagen kann, dieses Element ist gerade ausgeklappt worden, ist dann Area Collapse, glaube ich, finde ich jetzt richtig. Wir hatten zwischenzeitlich mal die schlaue Idee, es wäre super cool, wenn ich innerhalb dieses mehrdimensionalen Dropdowns dann vielleicht mit den Pfeiltasten navigieren könnte. Also ich rechter Pfeil für die oberste Ebene nach rechts, dann Pfeiltaste runter, wenn ich da rein will, nochmal rechts für die nächste Ebene. Ich hatte das fertig implementiert und dachte, hey, super geile Lösung, habe den Screenreader angeworfen, und dann ist mir aufgefallen, dass das eine saudämliche Idee war, weil viele Screenreader die normalen Pfeiltasten natürlich mit ihren Funktionen belegen, und da bin ich mit meinem JavaScript dann voll dazwischen gegrätscht und habe völlig ungewollte Ergebnisse produziert. Deswegen ist das auch wieder rausgeflogen. Da holt einen die Praxis dann manchmal ein. Der Schriftgrößenwechsler war trivial. Wir haben das Less mit EM als Größen gebaut. Also es wird einmal im Body eine Basisschriftgröße gesetzt. Ich glaube, das waren jetzt irgendwie 17 Pixel oder sowas. Alle weiteren Schriftgrößen leiten sich dann per EM oder REM als Größeneinheit davon ab. Und wenn wir jetzt mit dem Schriftgrößenwechsler etwas machen wollen, setzen wir einfach per JavaScript, bauen wir einen neuen Style-Tag, und da steht drin, Basis-Font-Size für den Body ist jetzt nicht mehr 16 Pixel, sondern 20, und dann gleicht sich alles andere direkt mit an. Das war trivial dann. Bisschen gefriemel war der New-Sticker, wie gesagt, eben besprochen, musste start- und stoppbar sein. Das war bisher ein furchtbar hässliches JavaScript, fertiges Joomla-Modul. Das haben wir jetzt ersetzt durch eine eigene Lösung mit 5 Zeilen CSS dazu gebracht, dass es sich bewegt. Das ist eine CSS-Animation, und gestartet und gestoppt wird über JavaScript, fügt eine entsprechende Klasse hinzu. Hat den ganz angenehmen Nebeneffekt, das flackert nicht mehr. Die JavaScript-basierende Animation hatte die Angewohnheit, dass sie gerade auf lahmeren Rechnern geflackert hat, weil sie jeweils neu gerendert wurde. Und CSS-Animations werden von der Grafikkarte gerendert, flackern deshalb nicht, erzeugen weniger Last. Und mein Lieblingsteil, das seht ihr nachher noch, auf der Startseite vom Stadtverkehr gibt es eine Fahrplanauskunft. Und wenn ich anfange, da den Namen meiner Starthaltestelle einzutippen, bekomme ich eine Autocompletion, um das auswählen zu können. Das klingt total trivial, war aber die Hölle in Dosen. Das JavaScript, was da aktuell für verwendet wird, erzeugt dann einfach eine neue Diffbox, und zwar am Ende des Dokuments vor dem schließenden Bodytag. Wenn man sich jetzt vor Augen führt, da könnte ein Screenreader im Spiel sein, ist das so die denkbar schlechteste Positionierung für diese Box, weil sie ist maximal weit weg von dem Inputfeld, wo man gerade drin ist, und ich habe auch keine Möglichkeit, von da überhaupt in die Box reinzuspringen. Es wird mir noch nicht mal mitgeteilt, dass dieses Element da ist. Deswegen haben wir da auf Basis von einer entsprechenden Skriptlösung das völlig umgebaut, haben eine Skriptlösung genommen, die das entsprechende Markup unmittelbar hinter das Inputfeld setzt, haben darauf Wert gelegt, es gibt ein unsichtbares Feld, das vom Screenreader dann aber vorgelesen wird, wo jeweils angegeben wird, es sind so und so viele Ergebnisse gefunden worden. Und du kannst, wenn du in die Auswahlliste rein möchtest, nun mit den Pfeiltasten dort hinein navigieren. Die Ergebnisse sind tastaturbedienbar, die werden vorgelesen, es wird nochmal gesagt, das ist das so und so vielte Ergebnis von dies und das. Da war viel Gehirnschmalz drin, aber funktioniert jetzt wunderbar. Und das zweite in dem Zusammenhang war Datepicker. Da kann ich natürlich auch ein Datum wählen. Die meisten JavaScript-Datepicker sind ebenfalls allesamt nicht barrierefrei. Die Datepicker, die in den Browsern drin sind, da ist es so lala, ein Teil hat es einfach nicht implementiert, und wir brauchen es auch in einem sehr speziellen Format, weil das Skript, was dahinter liegt, das sind tote Katzenbabys mit Schnur zusammengebunden, das mussten wir in einem ganz speziellen Format da reinwerfen. Deswegen haben wir pickadate.js genommen, ist eine Skriptlösung. JavaScript Datepicker, mobilfreundlich, barrierefrei, tastaturbedienbar, all das, was man haben will, irgendwie doof. Wo wir erfreulicherweise fast nichts machen mussten, war am Core.
Also wir haben nur ganz, ganz wenig Overrides, die entstehen bei uns dadurch, dass wir zum Beispiel das Suchfeld hinter einem Button verstecken. Also es gibt oben rechts so ein Lupensymbol, wenn ich draufklicke, fährt das raus und ich habe das Suchfeld. Wenn wir das nicht gehabt hätten, hätten wir das Suchmodul nicht anpassen müssen. Das war einfach unsere Spezialgeschichte. Die einzige Anpassung, die wir gebraucht haben, und ich glaube, da machen wir vielleicht mal eine Pull-Request draus, ist in JForm, also in der Formularbibliothek. Wenn ein Feld in JForm als required, also als Pflichtfeld hinterlegt wird, erscheint dann Sternchen, aber es ist nirgendwo erklärt, was das Sternchen bedeutet. Und da haben wir einen Override genau gemacht, der prüft, ist das ein Required-Feld, falls ja, Sternchen, und zeige einen unterlege einen unsichtbaren Text, der vom Screen wieder vorgelesen wird, wo nochmal betont wird, dass es ein Pflichtfeld ist. Das war es schon fast im Wesentlichen. Der Rest fiel zumindest im Frontend so raus und war brauchbar. Vom Backend brauchen wir nicht reden, das ist eine andere Welt. Wo wir uns abgemüht haben, war der Kampf, wann ist es ein Bild, wann ist es ein Background-Image und wann ist es ein Button. Da haben wir sehr, sehr lange mit der Prüfstelle rumdiskutiert und kommuniziert. Grundregel ist, wenn es ein Bild ist, das einen informativen Mehrwert zu dem jeweiligen Text bringt, ist es als Image zu hinterlegen und braucht ein Alt-Attribut, also ein Alternativtext. Wenn es ein Schmuckbild ist, darf man es als Image-Tag hinterlegen, dann braucht es aber ein leeres Alt-Attribut. Ganz wichtig, wir brauchen ein leeres, es darf nicht keins haben. Und sonst hat man ein Problem, weil dann ist es blöd. Und dann kommt der richtige Spaß ins Spiel, wenn man Buttons hat oder irgendwelche Bedienflächen. Zum Beispiel der berühmte Suchen-Button mit dem Lupen-Icon. Wir haben in dem ersten Schritt das entsprechende Icon einfach als Hintergrundgrafik, als CSS-Background-Image draufgelegt. Fliegt er aber um die Ohren, weil Teil der BTV-Prüfung ist, ob die Seite im Hochkontrastmodus der Browser funktioniert. Und der Hochkontrastmodus der Browser ist so ausgelegt, dass er Background-Images entfernt. Wir hatten also plötzlich einen Button, wo das entsprechende Bild nicht mehr hinterlegt war und haben jetzt tatsächlich, ich glaube, es ist ein Button, wo ein Image-Tag drin ist, ne? Irgendwie sowas in der Richtung. Ja, irgendwie sowas. Ja. Hätte man da mit Dingbats arbeiten können, also mit Glyphicons oder von draußen oder irgendwas für die Symbole darzustellen? Wahrscheinlich nicht, weil die ja auch kein Feedback an den Doch, das Icon wäre okay gewesen, aber du musst halt noch für den Screenreader einen entsprechenden Zusatztext hinterlegen, der das nochmal erklärt. Aber das musst du bei dem Image genauso. Ja, genau. Also das ist immer das Gleiche. Das ist zum Beispiel auch so eine BETV-Geschichte, die so semi-sinnvoll ist. Das reicht, also bei diesen verlinkten Grafiken ist es so, dass das Linkziel angegeben sein soll als Alttext. Da wird es aber reichen, den kryptischen Link reinzupacken. Dann liest ihr das Google irgendwie http://, und dann im Zweifelsfall irgendwie mit ID-Category. Da kann halt kein Mensch in dem Moment was mit anfangen. Es wäre aber BETV-konform. Und so. Deswegen muss man da mal überlegen, ob es nicht sinnvoller wäre, da irgendwie zur Startseite zu Artikel dies und das reinzuschreiben als Alttext. Genau. Das sind einfach so ein paar Geschichten. Ja, ein bisschen aus der Praxis. Ihr könnt das ja noch nicht sehen. Als wir uns am Donnerstag in der Bar die Seite angeguckt haben, zumindest die Testversion, haben wir mit großer Freude festgestellt, die ist aktuell kaputt. Die hat nämlich hiermit auf 3.8 aktualisiert und da sind die Source-Sets kaputt gegangen. Deswegen werden unsere Bilder nicht mehr angezeigt. Yippie-yay. Aber was man dafür sieht, ist, dass wir passende Alttexte hinterlegt haben. Genau. Immer testen in Production, ihr kennt das. Was man jetzt hier als erstes sehen wird, wenn ich hier mit der Tastatur mal durchtabbe, sind die Sprungmarken, diese Skip-Links, von denen ich eben gesprochen habe. Die werden auf Fokus entsprechend eingeblendet. Das ist jetzt oben hier zur Hauptnavigation bzw. zum Hauptinhalt. Das ist ein Dreizeiler im JavaScript. Das findet ihr tatsächlich so auch fertig. Skip-Link, CSS, das ist keine Kunst. Genau, wir haben weiterhin noch diese Zusatznavigation hier oben, Kontakt, Impressum, Sitemap. Ist ein schönes Beispiel für Markup und Styles. Denn vom HTML her kommt diese Zusatznavigation erst ganz am Ende des Dokuments. Müsste eigentlich hier unten einsortiert werden, weil es von der Informationsreihenfolge her stimmiger war, zuerst die Hauptnavigation, dann den Hauptinhalt und dann diese Zusatznavigation abzubilden. Haben wir im HTML so gebaut und mussten es dann im CSS visuell nach oben ziehen.
Und deswegen gibt es auch nochmal eine separate Sprungmarke. Genau. Dann springen wir in den Font Size Changer, da ja wie besprochen per JavaScript, das war Kindergeburtstag. Da gibt es dann hier, ich kann mal kurz gucken, genau. Sieht man hier unten, da gibt es jetzt einfach eine Font Size auf dem Body. Wenn ich die runterstelle, macht da aus der 13 eine 14, alles andere passt sich an. Wenn man nicht überall im CSS hardgecoded irgendwelche Pixelwerte drin hat, macht man sich das Leben da an der Stelle sehr, sehr leicht. Genau. Dann kommt, glaube ich, als nächstes genau der Sprachauswahl. Das ist unspektakulär, das Logo. Und dann geht es ins Menü mit genau der Thematik, es muss Tastatur bedienbar sein, ich muss in alle Untermenüs reinkommen. Da haben wir ein bisschen Gehirnschmalz investiert. Und mein Liebling war dann hier unten. Sieht jetzt für den normalen Nutzer unspektakulär aus, funktioniert halt. So, übrigens der Date Picker legt sich dann hier entsprechend drüber. Schön wird es aber in der virtuellen Maschine, wenn wir die mal anrufen, mit dem Screenreader. Zu Hause. I doubt it. Hallo. Profi-Effekt. Doch, irgendwo, er ist noch, ach, guck an, er war nur schwarz. Sprungmarke Logo des Stadtverkehr Lübeck Link, zur Startseite Grafik besucht Link. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Sprungmarke Haupt, Sprungmarke, Startortgruppen, Haltestelle, die Angabe einer Möglichkeit ist notwendig, Auswahlschalter aktiviert, 1 von 3. Die lesen relativ schnell. Ja, im Verhältnis zu einem Screenreader, wie er konfiguriert wäre, wenn den jemand wirklich täglich benutzt, ist es sehr langsam eingestellt. Das ist jetzt für uns die Kindergarten ganz langsam. Was man gerade gehört hat, war, dadurch, dass wir die drei Radio-Buttons entsprechend ganz normal dem HTML-Standard nach, die haben jeweils denselben Namen und das ist für den Screenreader das Zeichen, die gehören zusammen und deswegen hat er auch gesagt, das ist das erste von drei möglichen Elementen. Was er auch vorgelesen hat, war, dass es ein Pflichtfeld ist, das haben wir in dem Fall mit einem unsichtbaren Text hinterlegt. Und dann geht es hier rein. Und wir geben jetzt mal... H-A-U, 44 Ergebnisse gefunden. Tastaturnutzer können die Rauf- und Runter-Tasten nutzen, um durch die Ergebnisse zu wechseln. Tuchgerät-Nutzer können mittels Tuch navigieren, erweitert. Genau. Er hat die Anzahl der Ergebnisse angegeben, hat nochmal gesagt, dass man mit den Pfeiltasten navigieren kann. Ach, hat Weg 1 von 44. An der haben sie alle 2 von 44. Vom benötigtes Feld Eingabefeld reduziert, Alt plus und Schalt plus F. An der haben sie alle. Und das, was jetzt hier völlig trivial aussieht, hat mich, glaube ich, 2 Nachmittage mindestens gekostet. Ich bin bekloppt geworden. Genau, Datepicker haben wir gezeigt. Das ist dieser furchtbare Live-Ticker, der bei uns übrigens tatsächlich auf Autostart steht. Da sollten wir nochmal drauf gucken. Ist in dem Fall eine CSS-Trin, genau, eine Animation, wo... Lasst mich nicht lügen, die konnte man irgendwo nachgucken, ne? Genau, haben wir in dem Fall nicht mit Left oder Right als Wert gemacht. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wieso, aber es flog mir irgendwo um die Ohren. Das ist jetzt ein Translate, wo er das entsprechend dann da rausschiebt. Auf dem Smartphone übrigens, das lief vorher auch auf dem Smartphone als Ticker. Hier haben wir dann eine einfache Liste draus gemacht, weil wir das auf dem Smartphone etwas unpraktisch fanden. Ich glaube, dem Kunden haben wir das noch nicht gesagt, aber das ist ja ein ganz anderes Thema. Das schon genau. Wo wir jetzt noch ein bisschen was zu tun haben, das sind dann Details, zum Beispiel hier beim Fahrplanbuch. Hier unten werden aktuell Tabellen ausgegeben, das haben wir von unseren Vorgängern geerbt. Und das, was da an Tabelle drin ist, ist schon mal nicht ganz schlecht. Weil es gibt eine Überschrift, die Überschriftsspalten sind durch das TH tatsächlich auch als Table Headings markiert. Aber was aktuell bei den einzelnen Elementen dann noch fehlt, ist die Zuweisung
welche Heading ist eigentlich für dieses Element hier zuständig, beziehungsweise wie ist in dieser Tabelle die Leserichtung? Das ist, wenn man sehen kann, völlig klar. Wenn diese Information aber fehlt, ist das eine wichtige Info. Ist das zeilenweise gruppiert oder spaltenweise? Oder eine Kombination aus beidem sogar. Ja, genau. Hat man sonst noch irgendwelche spektakulären Geschichten? Achso, genau. Das Kontaktformular wollte ich noch kurz zeigen, wo wir an NJ-Form reingegrätscht sind. Oh, keine Frage. Achso, ja, das ist, weil die kein gültiges SSL-Zertifikat haben. Genau, ne? Man sieht den Stern hinter dem jeweiligen Feld und wir haben jetzt noch jeweils einen unsichtbaren Text hinterlegt, dass das Feld auch wirklich benötigt wird. War eine Kleinigkeit, ich denke mal, wir machen eine Pull-Request draus und das ist auch gut. Hat ihr das Autocomplete bei den Fahrplänen über den Joomla Search Index gemacht? Nee, das ist ein losgelöstes Skript aus toten Katzenbabys zusammendestilliert. Ganz, ganz grausame Dinge passieren da. Der nächste Job wird jetzt wohl das zu ersetzen, da freue ich mich schon sehr drauf. Wird gut. Ja, wir haben den ersten entwicklungsbegleitenden Test zwischendrin mal machen dürfen bei dem Projekt mit der BTV-Prüfstelle. Das ist, glaube ich, eine Ausgründung des Hamburger Blindenvereins. Die vergeben Punkte für die Seite, die man da gebaut hat. Man muss mindestens 80 Punkte von 100 erreichen, um diesen Zertifizierungsstatus zu bekommen. Wir haben jetzt mal im ersten Anlauf mit den Fehlern, die noch drin waren, schon mal 87 gemacht. Das Ziel ist 90 plus. Da gibt es nicht so furchtbar viele Agenturen im deutschsprachigen Raum, die es machen. Und ich glaube, wir haben mal geguckt, was bisher dieses Jahr an BTV-Seiten geprüft worden ist. Es war kein einziges Joomla-Projekt dabei. Also da ist für euch alle noch Raum, Geld. Noch ein Markt. Genau. Hatte ich irgendwas vergessen? Glaub nicht. Nee, ne? Ich glaube, das waren so die wesentlichsten Dinge. Es macht Spaß. Das denkt man nicht. An manchen Stellen ist das ganz furchtbar und man denkt sich, warum, und wird voll aggressiv. Aber prinzipiell macht das echt Spaß, weil das nicht so, das fällt nicht einfach von der Stange, sondern man muss echt immer ein bisschen nachdenken. Ergibt das überhaupt Sinn, was ich hier gerade mache? Und das ist dann doch manchmal ganz schön. Der inhaltliche Relaunch, der hat sich um etwa 9 bis 10 Monate jetzt verzögert. Das steht jetzt noch auf der Liste. Wir werden in dieser genannten Mammutaktion mit den 4 Stunden das Ganze technisch umziehen. Und in den Folgetagen dann ja hauptsächlich den inhaltlichen Relaunch in Form von wir müssen mal deren Texte aufräumen machen. Also da ist über Jahre mit einem unkonfigurierten JCE rumgefuhrwerkt worden. Dementsprechend können wir das wahrscheinlich einfach einmal alles in die Tonne kloppen und gescheit neu formatieren. Gescheit neu formatieren heißt, wir nehmen die zugehörigen HTML-Elemente für das, was da drin ist. Listen werden nicht mit Minuszeichen markiert, sondern Listen als Listen hinterlegt. Das klingt total doof. Nicht von Word rein kopieren. Geht ab. Wenn es richtig konfiguriert ist, ist es sogar in Ordnung. Genau, das haben wir hier jetzt noch auf der Liste. Was hatte ich nochmal hinter der Slide? Jetzt fehlen mir die Moderatornotizen. Das ist ja grausam. Ja, steht auf der Liste. War jetzt im ersten Schritt nicht mit drin, weil es von der BETV so in der Form nicht gefordert wird. Ich bin gespannt. Wir haben das andere Projekt, was wir gemacht haben im BTV-Bereich, die fangen gerade an, die Seite auf leichte Sprache umzustellen. Wir überlegen aktuell, ob wir von der Agentur aus mit interessierten anderen Agenturen uns zusammenschließen und eine offizielle leichte Sprachdatei zumindest fürs Joomla Frontend erstellen lassen. Aber ja, mal gucken, das ist ein echter Kostenpunkt, weil das wahnsinnig aufwendig ist. Hat die jetzt erstmal keine Priorität. Ja, ich bin gespannt, wie unser Go-Live aussieht. Ich hoffe nicht so. Wird noch lustig. Der rote Wagen sieht heil aus. Lessons learned an dieser Stelle in diesem Projekt. Ist, dass wir ein vernünftiges HTML hatten, hat uns wahrscheinlich 80% der Arbeit in diesem Projekt abgenommen. Also das macht das Leben leichter. Und ein HTML-Dokument ohne CSS und insbesondere ohne JavaScript ist per Definition barrierefrei. Wenn ihr euch an den Standard haltet, könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Die Probleme fangen dann an,
wenn wir Webentwickler und Designer dazwischen grätschen und denken, oh, das wäre jetzt aber mal eine schöne Idee, dann fliegt es einem um die Ohren. Deswegen ja, muss man dann denken, und das ist die zweite Lesson learned, Barrierefreiheit ist nichts, was man einfach anhand von einem Tool machen kann. Barrierefreiheit lässt sich nicht installieren. Barrierefreiheit heißt Standard lesen, Standard verstehen und der Situation abhängig auch ein Stück weit interpretieren. Also wir haben mit der Prüfstelle, wie gesagt, diese Viererbilder, die man sehen konnte, vier Bildchen nebeneinander, haben wir 3-4 Mal hin und her gemailt, ob das ein Schmuckbild ist und dementsprechend ein leeres Altattribut hat oder ob das Altattribute braucht und falls ja, welche. Also es ist da ganz viel Luft für das eigene Gehirn, für das eigene Interpretieren, macht es in meinen Augen aber gerade für den kommerziellen Bereich auch hochgradig interessant, weil es sich schlecht automatisieren lässt, es wird schlecht das installierbare Ding dafür geben und es ist eine sehr komplexe Geschichte, wo man sich tatsächlich positionieren und beweisen kann, wo man Know-how aufbauen kann und vielleicht auch sollte. Ja, du, sicher. Ja. Ich hab schon seit langem, also oft verwendet Cheyama, da hat das von immer schon dieses Kipplings Template und also auch eine Tasten navigierbar, was drauf down ja. Und es gibt auch noch für 3-7, ich weiß nicht, ob es weiterzählt ja. Und wie ihr macht, ja, aber für 3-7 geht's. Okay. Ja. Also wenn man barrierefrei mal will und jetzt nicht von vorne programmieren anfangen will, dann ist es eigentlich eine ganz gute Basis. Ja. Also JAML. Yet another multi-column layout und das in der Joomla-Version. Ja, da habe ich meine ersten Templates mitgebaut. Mit einem J vorne dran. Genau. Klar, ne, das ist allemal eine Basis, wenn man sagt, wir möchten da einen Einstieg machen. Man muss sich ja darüber im Klaren sein, auch da wird es irgendwo Hürden geben. Und spätestens dann, wenn man anfängt, sich im normalen Joomla-Erweiterungskatalog zu bedienen, fängt der Spaß erst richtig an. Das ist so ein bisschen ja fast schon die dritte Lesson learned in abgespeckter Form. Joomla an sich als Core-Produkt hat uns keine Steine in den Weg gelegt. Also wir waren dann doch erstaunt zu sehen, wie wenig BETV-Projekte es im Joomla-Bereich gibt, weil das System zumindest im Frontend eigentlich eine sehr, sehr solide Basis dafür bietet. Ich habe zwischendrin mal, also als die Umstellung auf 3x kam und das neue Bootstrap-basierende Template, habe ich Blut und Wasser geschwitzt, weil ich all dieses gescheite Markup habe vor die Hunde gehen sehen. Aber es hat sich viel zum Besseren verändert in der Zwischenzeit. Da ist, ohne dass wir es gemerkt haben, viel aufgeräumt worden und die Basis stimmt. Wir haben, das sind so Kleinigkeiten. Ich kann im Menüeintrag ein Title-Attribut vergeben von Haus aus. Ist gefordert. Wenn es das nicht geben würde, hätte ich ein Problem. Also die Basisgeschichten sind da. Und die letzte ist dann quasi deine. Ja, muss nicht hässlich sein, hatte ich ja schon gesagt. Das ist irgendwie ein Mysterium, ich habe das öfter mal gehört. Das ist totaler Schmarrn. Also gibt halt wenig, was einen da einschränkt. Man kann auch starke Kontraste schön machen. Ich muss nicht immer alles ganz weiß und grau. Das geht alles auch so. Ja. Zu dieser BETV-Frühstelle, David hat ja gesagt, wir haben da eigentlich mit denen hingeschrieben, die sind super nett. Also wenn man da Fragen hat, auch ohne dass man denen schreibt, ey, in 2 Wochen mache ich BETV, gebe ich euch Geld. Die antworten einem ganz lieb und nett und nehmen sich echt Zeit dafür. Also die waren nette Menschen, das hat Spaß gemacht, mit denen zusammenzuarbeiten. Genau. Ja. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie das weitergeht. Ich bin gespannt, da sind wahrscheinlich noch ein paar Stolpersteine. Die werden wir jetzt bei der zweiten Prüfung noch feststellen. Sobald das gelauncht ist, gibt es die offizielle BETV-Zertifizierung in der Hoffnung, dass wir diese 90-Plus-Punkte schaffen. Fingers crossed. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich mitbekommen, wenn es so ist, wir werden es in die Welt hinaus posaunen. ja, habt ihr noch Fragen zu dem konkreten Projekt, zu irgendwelchen Details? Sollen wir irgendwas noch was zeigen? Nee. Alle erschlagen davon, wie viel Gedanken man sich über ein Autocomplete machen kann. War bei mir auch so. Gut, dann habt ihr es geschafft. Pünktlich.